Was geht? Pass auf, du bist vielleicht jemand, du gönnst jedem nur das Beste. Du willst, dass jeder erfolgreich wird am besten. Du willst, dass jeder sein bestes Ich wird. Du willst, dass jeder sein bestes Leben lebt und gehst raus, feuerst andere an, so quasi. Bist für sie da, bist loyal. Aber hast immer das Gefühl, dass dich Leute irgendwie nicht wirklich leiden können, sie dich vielleicht sogar hassen, wegen was auch immer. Und ich will dir jetzt heute sagen, warum das der Fall ist, warum du das Gefühl hast, dass dich Leute nicht leiden können oder hassen sogar. Das Ding ist, die meisten Leute sind wie besessen, wie als hätten sie Dämonen in sich. So viele kenne ich sogar, die glauben wirklich, dass sie besessen sind. Und ich glaube auch schon zum Teil wirklich, dass viele mit Dämonen besessen sind und können einfach nicht wirklich teilen, ob es Glück ist, ob es Erfolg ist oder sonst irgendwas. So, sie können wirklich nicht es einem gönnen. Weil das mit Teilen meine ich einfach das Glück mit jemandem teilen, es jemandem gönnen, wirklich für jemanden dann auch da sein oder sonst irgendwas. Oder einfach nur unterstützend jemanden zu sagen, so, ey, ich glaube an dich, damit teilst du einen Beitrag, denn damit gibst du jemanden, du gibst etwas, du gibst Kraft weiter, du gibst Hoffnung, was auch immer, ja. Du bist vielleicht jemand, du weißt das und deswegen gönnst du jedem nur das Beste, sagst es auch so, ey, ich gönne dir nur das Beste, zieh durch, mach dein Ding, ich glaube an dich. Aber dann stoßt du irgendwie immer auf Menschen, die sind sehr mürrisch, so, und können dich einfach nicht unterstützen oder sonst was, oder du hast so das Gefühl, du wirst nicht unterstützt, die meisten unterstützen dich nicht, weil. Weil ist, die Antwort auf die Frage ist, die meisten können einfach nicht unterstützen. Sie wissen einfach nicht, wie das funktioniert, weil sie ihr ganzes Leben lang nur negativ da rumlaufen, alles scheiße, was weiß ich so, und alles negativ. Und jetzt kommst du und willst irgendwie deinen Zielen nachgehen. Und auf einmal denken die sich, was geht ab? So, was geht mit dem? Warum will der das? Und ich nicht. Oder sonst irgendwas so. Und werden dann vielleicht irgendwie eifersüchtig oder sagen dir dann, ey, du bist doch verrückt, was geht mit dir, wer denkst du, wer du bist, sonst irgendwas, machen dir irgendwie deine Träume kaputt oder so, sonst sowas. Und du denkst dir, ey, warum gibt es diese Menschen, vielleicht sind es auch Freunde oder Familie oder wer auch immer, Menschen, die dir nahestehen. Und du hast so das Gefühl, dass gerade diese Menschen, die dir nahestehen, die dich seit klein auf kennen, gar nicht glücklich für dich sind und dich gar nicht unterstützen und sonst was. Und du denkst dir so, warum ist das so der Fall? Warum passiert mir das? Warum sind die so? Ich versuche doch einfach nur besser zu werden. Die sollten doch stolz auf mich sein. Das Ding ist, du spiegelst ihnen auf jeden Fall, was ihnen selbst fehlt, vielleicht. Oder sie sind einfach wirklich jealous, eifersüchtig auf dich, weil du so getrieben bist und sie sind es nicht, was auch immer der Fall ist. Die meisten Menschen projizieren alles auf sich selbst. Sie vergleichen alles mit sich selbst. So, ey, der ist an dem Punkt, oh, ich bin aber hier, der will der jetzt besser sein als ich, warum bin ich so schlecht und was weiß ich, kriegen dann all diese komischen Gedanken und Emotionen und projizieren dann alles so quasi auch auf dich, lassen irgendwie ihre schlechte Laune an dir raus und du merkst dir, hey, warum, oder denkst dir so, warum sind die immer so schlecht gelaunt, wenn sie bei mir sind und bei anderen sind sie so gut gelaunt und warum irritiere ich sie so oder warum habe ich das Gefühl, ich irritiere sie so? Wie gesagt, die meisten Leute wirst du auf jeden Fall irritieren, wenn du deinen eigenen Kopf hast, wenn du dein eigenes Ziel hast, wenn du deinen Visionen folgst, was auch immer. Die meisten fühlen sich dann irritiert von dir, weil sie einfach nicht bereit sind, auf ihre innere Stimme zu hören, weil jeder hat diese innere Stimme. Das ist in ihr Glaube zu sagen, nein, keiner hat diese innere Stimme oder es gibt Menschen, die haben nun mal diese innere Stimme nicht und nicht das Verlangen, so irgendwie besser zu werden. Diese innere Stimme sagt dir immer irgendwas, aber viele unterdrücken sie, ignorieren sie. Es ist aber nicht wie ein Anruf, den du einfach ignorieren kannst. Irgendwann wird die Wahrheit kommen und an deine Tür klopfen und dann kommt vielleicht diese Midlife-Crisis und dann auf einmal merkst du auf einmal so, ey, fuck, ich habe meine Zeit verschwendet oder sonst irgendwas. Aber diese Realitätschecks, diese Realität oder diese Wahrheit wollen die meisten einfach nicht wahrhaben, nicht begreifen, nicht sehen. Und deswegen
Lenken sie sich vielleicht die ganze Zeit ab und du bist jemand, du bist nicht abgelenkt, du folgst deiner Bestimmung, deinem Weg, deiner Stimme, inneren Stimme. Und weil du das tust oder während du das tust, wirst du auf jeden Fall, wie gesagt, auf Menschen stoßen, die dir das Gefühl auch geben, dass sie dich hassen. Sie geben dir irgendwelche komischen Vibes, so wenn sie dir die Hand geben, sie drücken auf einmal extra fest zu oder was auch immer so. Sie spielen irgendwelche Spielchen mit dir, melden sich bei dir, dann lassen sie dich wieder fallen. Dann, was weiß ich, weil sie sich irgendwie schlechter fühlen und müssen sich irgendwie wichtig machen, indem sie dich ghosten oder sonst irgendwas oder indem sie so dir komische Nachrichten schicken, indem sie dich vielleicht auch zuspammen oder sonst irgendwas, dir auf den Sack gehen. Oder dir einfach sagen, dass du weniger wert bist. Du bist scheiße, du bist dies, du bist das, du bist noch ein Kind und was weiß ich alles. Wach mal auf und sonst irgendwas. Und müssen dich quasi so fertig machen, runter machen, damit sie sich besser fühlen. Und du denkst dir, warum gibt es solche Menschen? Die meisten, wie gesagt, sie können einfach nicht gönnen. Sie haben nie gelernt zu teilen. Sie sind super egoistisch. Sie vergleichen sich immer mit dir und mit allen anderen und wollen immer die Besten sein, obwohl sie vielleicht gar keinen Einsatz zeigen. So, aber trotzdem sind sie so in ihrem Glauben, ja, ich muss der Beste sein, weil ich hab's verdient. Und sobald dann jemand kommt, so beispielsweise, der dann wirklich auch besser ist, weil er einfach hart arbeitet und das macht einen automatisch schon besser gegen einen, der nicht hart arbeitet, der gar nichts tut oder nicht an sich arbeitet, macht automatisch jemanden besser. Aber es heißt nicht, jetzt, oh, besser oder schlechter, willst du jetzt sagen, du bist besser? Nein, ich will nicht sagen, ich bin besser, nur ich mache bessere Arbeit. Und das macht mich zu einem, mich persönlich zu einem besseren Menschen und hebt mich immer mehr hoch. Und dieser Mensch bleibt halt nun mal am Boden und er wird immer schlechter. Und irgendwann treffen wir nun mal ab und dann ist er hier und ich hier und wir können nicht mehr miteinander kommunizieren. Und so musst du das Ganze sehen. Je besser du wirst, desto schlechter quasi werden all die anderen, weil du dann siehst, sie zweifeln irgendwie an sich, lassen nach, gehen vielleicht nicht mehr in Sport, weil du einfach dein Ding durchziehst. Und sie werden auf einmal immer depressiver oder sonst irgendwas. Habe ich auch erlebt, so wo dann Leute sich komplett hängen lassen. Und ich denke mir, was ist los mit euch? Es ist einfach, weil sie vielleicht auch nicht so beständig sind, nicht so ehrgeizig sind, nicht die ganze Zeit durchziehen können, nicht diszipliniert genug sind. Und geben dann einfach irgendwann auf. Ich kann es verstehen, nur trotzdem ist das etwas, was für mich niemals in Frage kommt. Und vielleicht für dich auch nicht. Und auf diesem Weg, sag ich dir jetzt auf jeden Fall, wirst du sehr viele Hater haben. Das ist automatisch. Das ist automatisch. Deswegen hast du vielleicht auch das Gefühl, dass deine Familie dich irgendwie hasst. Vielleicht hast du dann auch das Gefühl, dass du keine richtigen Freunde hast. Vielleicht hast du das Gefühl auch dann, dass irgendwie was nicht stimmt, weil die meisten irgendwie nicht loyal zu dir sind oder irgendwelche komischen Psychospielchen mit dir spielen, so, hey, ja, ich brauche dich unbedingt und dann auf einmal melden sie sich nicht mehr oder sonst irgendwas, so, keine Ahnung. So, sie spielen komische Spielchen mit dir und du denkst dir, was geht mit euch? Warum macht ihr euch so unnötig wichtig, wenn ihr einfach auch mit mir normal schreiben könntet? Wir machen Dinge aus, klären das, fertig, beispielsweise. Aber es gibt dann immer Menschen, die müssen da rumspielen, müssen es dir schwer machen, müssen da, sich da wichtig machen, müssen dir das Gefühl geben, dass du weniger wert bist, müssen dich so abwerten, damit sie sich aufwerten können, müssen dir vielleicht auch einfach nur einen Hauch von Gefühl einflößen, dass du dann quasi oder wollen dir nur ein Gefühl einflößen, dass du weniger wert bist, dass du irgendwie Selbstzweifel bekommst und eventuell dadurch dann aufgibst, weil sie aufgegeben haben. Die Leute sind krank, die Leute sind wirklich infiziert, wirklich und wie soll ich sagen? Es herrschen wirklich Dämonen in ihnen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber diese Menschen sind auf jeden Fall fehlgeleitet, weil jeder, ganz, ganz ehrlich, jeder könnte das tun, was ich tue. Jeder könnte zum Sport gehen. Jeder könnte sich gesund ernähren. Jeder könnte alles tun, was er tun will. Aber die meisten finden einfach nur Ausreden, warum sie es nicht tun. Anstatt einfach mal ins Machen zu kommen und auf diesem Weg die Tools. Und wer denn jeden, der nicht weiß, was Tools heißt, die richtigen Utensilien, ja, kriegst du dann, während du am Machen bist. Dann merkst du auf einmal, oh, das geht richtig, oh, das geht falsch, oh, das mache ich richtig, oh, das mache ich falsch, oh, das läuft gut, oh, das läuft schlecht. Und du wirst immer schlauer, immer besser, arbeitest an dir und all diese Dinge.
Deswegen gib dich niemals selbst auf, nur weil irgendwie andere dich aufgegeben haben oder andere es dir schwer machen oder irgendwie andere dir einen Minderwertigkeitskomplex einflößen wollen, von wegen, dass du irgendwie weniger wert bist, dumm bist, was auch immer, ja, was auch immer der Fall ist. Zweifle niemals an dir. Geh deinen Weg. Und auch wenn du das komische Gefühl bekommst, ich sage jetzt das Ultimative, wenn du dieses komische Gefühl bekommst, so jeder kennt, also einige kennen vielleicht dieses Gefühl, du bekommst dieses komische Gefühl und kommst ins Grübeln, so, ist dieser Mensch wirklich auf meiner Seite oder ist er gegen mich? Hasst dieser Mensch mich? Was geht? Wir sind doch Freunde, wir sind doch Familie, dies, das, pipapo. Wenn du diese Gedanken hast, achte auf diese Gedanken, weil meistens ist es genauso, wie du denkst und wie du fühlst, dass diese Menschen dich irgendwie hassen und was weiß ich. Auch wenn sie sagen, oh Bro, wir sind doch Freunde, oh Bro, wie könnte ich dich hassen? Wir sind doch Familie. Sind alles nur Worte. Die Taten zählen. Wenn sie es dir irgendwie schwer machen, wenn sie irgendwie, wie ich jetzt alles gesagt habe, ohne mich jetzt tausendmal zu wiederholen, wenn du all diese Zeichen merkst, dann distanziere dich von diesem Menschen. Lass diesen Menschen nicht mehr aktiv in dein Leben. Vielleicht ein bisschen passiv oder sonst irgendwas, wenn du das gut handeln kannst. Aber das Beste ist, sich komplett zu distanzieren von Menschen, die einem nicht gut tun. Wo du ins Grübeln kommst, so, ist dieser Mensch jetzt wirklich für mich, so, ist er gegen mich, was geht hier ab? Sobald du diese Gedanken bekommst, auch wenn es deine Partnerin ist, dein Partner ist, distanziere dich von diesen Menschen, denn Menschen, die uns wirklich gut tun, bringen uns nicht zum Negativgrübeln, weil sie uns dann quasi nur Positives vermitteln, so, ey, cool, der Mensch ist für mich da, ey, cool. So, dann denkst du so, ey, cool, geile Zeit mit dem Menschen verbracht, was auch immer. Aber sobald du negativ über jemanden nachdenkst, so ob dieser jemand wirklich für dich ist oder einfach nur egoistisch ist, dich nur ausnutzt oder sonst irgendwas, lass diesen jemand gehen. Das will ich dir einfach nur damit sagen. In diesem Sinne, das war's jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace out.